Der Preis ist das, was du bezahlst. Wert ist das, was du bekommst. Den Preis einer Aktie findet man in Sekundenschnelle. Aber was ist diese Aktie eigentlich wirklich wert? Im besten Fall hast du schon mal davon gehört, dass du für eine Aktie nicht zu viel bezahlen sollst. Und das ist doch auch absolut logisch, denn niemand zahlt gerne zu viel für irgendetwas. Oh, das Auto, das ich eben gekauft habe, scheint eigentlich doch gar nicht so viel wert zu sein. Ich habe zu viel bezahlt, der Verkäufer hat mich abgezogen. Wauze, der Kellner hat mir das falsche Gericht berechnet. Aber das fällt mir erst jetzt auf. Alle Situationen, die einen recht unzufrieden machen, und so sollte es auch bei Aktien sein. Da es aber einigermaßen schwierig ist, zu dieser Bewertung verständliche Informationen zu bekommen, dachte ich mir, wer könnte dir das Ganze besser und ganz einfach und bildlich erklären als ein niedlicher kleiner Hundi? Aber bevor wir damit gleich anfangen, muss ich noch eine sogenannte Triggerwarnung aussprechen, denn in diesem Video wirst du wahrscheinlich wirklich etwas lernen. Etwas, das du dann bei deinen Aktienkäufen auch anwenden musst. Also, wenn du dafür bereit bist, dann lass uns loslegen. Ich habe dir noch etwas verschwiegen, denn wir schauen uns nicht nur an, wie du den Wert einer Aktie berechnest, wir schauen dann auch noch auf das Konzept des Margin of Safety, also des Sicherheitsabschlags. Denn wenn du den inneren Wert einer Aktie kennst, dann weißt du auch, wann eine Aktie wirklich billig ist, um hier beherzt zuzuschlagen. Denn dieser Sicherheitsabschlag wird von vielen namhaften Value-Investoren genutzt, wie natürlich Warren Buffett, Charlie Munger, Benjamin Graham, Peter Lynch, Monish Paprai, Guy Spier oder Seth Klarman, der sein Buch sogar Margin of Safety genannt hat. Und ich denke, da ist es für Privatanleger keine schlechte Idee, von diesen extrem erfolgreichen Investoren zu lernen und das Konzept in die eigene Anlagestrategie zu übernehmen. Und da sind wir auch schon beim ersten Problem. Meiner Erfahrung nach haben die meisten nie gelernt, wie man den Wert einer Aktie berechnet und wie man dann den Sicherheitsabschlag auf diesen Wert anwendet. Und daran will ich natürlich etwas ändern. Ich meine, ich bin ja kein Steuer- oder Anlageberater, nur ein kleiner Hund im Internet, aber ich bin überzeugt, am Ende des Videos wirst du den Wert von jedem Unternehmen berechnen können und sehen, ob und wann der Margin of Safety da ist. Und letztens habe ich ja schon ein Video zu einer simplen, aber sehr erfolgreichen Anlagestrategie gemacht. Wenn du diese mit dem heute erlernten Wissen kombinierst, dann bist du schon sehr gut aufgestellt. Du willst ja wie ein Unternehmer handeln. Deshalb musst du dich fragen, wenn ich genug Geld hätte, würde ich das ganze Unternehmen kaufen? Also hättest du 260 Milliarden Dollar, würdest du Coca-Cola kaufen? Ich meine, wenn du 260 Milliarden Dollar hättest, würdest du bestimmt nicht hier auf einen kleinen Hund hören. Oder vielleicht besser doch, egal. Du verstehst, was ich meine. Also, der innere Wert des Unternehmens ist der faire Wert. Was ist dieses Unternehmen wirklich wert? Und wenn du jetzt Altmeister Warren Buffett fragst, wie berechne ich diesen inneren Wert eines Unternehmens, dann sagt er dir, der innere Wert ist der aktuelle Wert für alle zukünftigen Cashflows zusammengerechnet. Okay, also stell dir, wie gesagt, vor, du bist der Besitzer des Unternehmens, nur du ganz alleine. Dann benötigst du zwei Informationen. Erstens, wie viel Cash wird das Unternehmen in der Zukunft für dich generieren? Und zweitens, wie viel ist dieses zukünftige Cash dir heute wert? Nun müssen wir den Cashflow berechnen. Dazu brauchst du den operativen Cashflow. Das sind die durch die geschäftliche Tätigkeit erwirtschafteten liquiden Mittel. Und die Investitionsausgaben, die Ausgaben, die nötig sind, um das Unternehmen konkurrenzfähig in der aktuellen Form am Laufen zu halten und die dafür nötig sind, dass das Geschäft auch weiter wächst. Und diese Investitionsausgaben ziehst du dann vom operativen Cashflow ab und erhältst den Free Cashflow. Und den kannst du auch schön in jedem Cashflow-Statement finden. Einfach, wie gesagt, operativer Cashflow minus Ausgaben für Eigentum, Maschinen und Equipment. Soweit, so gut. Wie findest du damit nun den inneren Wert? Nehmen wir mal an, nun möchtest du den Burgerladen bei dir um die Ecke kaufen. Und hier siehst du ganz genau, wie viel Free Cashflow dieser Burgerladen in den letzten 10 Jahren gemacht hat. Und vielleicht ist dir aufgefallen, dass der Free Cashflow hier jedes Jahr
fein säuberlich um 10% gesteigert wurde. Das nenne ich mal amtlich konsistent. Und da es so schön konstant wächst, nehmen wir jetzt mal den letzten Free Cashflow Wert und berechnen den Free Cashflow für die nächsten 10 Jahre weiter mit 10% Wachstum pro Jahr. Und nach den 10 Jahren möchtest du den Burgerladen dann wieder verkaufen für das Zehnfache des Free Cashflows. Dann sieht das Ganze so aus. Du rechnest nun all die zukünftigen Cashflows zusammen und weißt, was uns dieses Unternehmen wert ist. Denn das hier ist der Betrag, den dir das Unternehmen einbringen soll. Allerdings ist das noch nicht ganz der faire Wert, den das Unternehmen heute wert ist. Denn pass auf, denn die Cashflows, die du aus dem Unternehmen in den späteren Jahren bekommen wirst, sagen wir mal ja 7, 8 oder 9, die sind dir nicht so viel wert wie der Cashflow, den du sofort erhalten kannst. Du erhältst sie ja viel später. Und du kennst den Satz, Zeit ist Geld. Wenn du mich fragst, ob ich lieber 100 Euro jetzt sofort hätte oder 100 Euro in einem Jahr, dann würde ich die 100 Euro natürlich sofort nehmen, denn dann kann ich sie sofort investieren und das Geld für mich sofort arbeiten lassen und nicht erst in einem Jahr. Denn bei 10% Wachstum wären die 100 Euro in einem Jahr ja schon 110 Euro wert, wenn ich sie sofort bekomme und einsetzen kann. Klar? Also musst du die zukünftigen Cashflows nehmen und sie rabattieren. Also überlegen, was sie dir heute wert sind. Und dann nehmen wir mal 15% Rabatt. Denn du willst ja eine schöne Rendite erzielen. Immerhin bist du Unternehmer und trägst ja das ganze Risiko. Und wenn wir nun die ganzen Cashflows 15% günstiger rechnen, dann sieht die Tabelle so aus. Der Wert für den Verkauf des Unternehmens wird auch diskontiert und dann rechnest du das alles zusammen und erhältst, tada, den aktuellen Wert des Unternehmens. Also hat der Burgerladen einen Wert von 306.664 Euro. Wenn du jetzt also zum aktuellen Besitzer gehst und ihm 306.664 Euro für den Burgerladen bietest und er ihn dir zu dem Preis verkauft, dann ist es recht wahrscheinlich, dass du in den nächsten 10 Jahren 15% Rendite pro Jahr mit diesem Burgerladen machen wirst. Wenn der Besitzer nun sagt, nein, ich will 500.000 Euro, dann wird deine Rendite offensichtlich viel geringer. Und wenn der Besitzer unbedingt Geld braucht und den Laden einfach nur loswerden will und sagt, nimm das Ding für 200.000, ich will damit nichts mehr zu tun haben, dann wird deine Rendite natürlich höher ausfallen. Und hier ist das Ding. Der Aktienmarkt liefert dir jeden Tag die Preise für tausende und abertausende Unternehmen. Und das gibt uns Investoren die Gelegenheit, sich die Zahlen anzuschauen, den inneren Wert zu berechnen und festzustellen, ob die jeweilige Aktie nun zum fairen Wert oder über oder unter dem fairen inneren Wert gehandelt wird. Aber tatsächlich ist dieser innere Wert ja nur eine Annahme von unserer Seite, eine berechnete Annahme. Klar, da kann noch immer einiges passieren. Man kann diese Annahme zusätzlich stützen und Risiken minimieren, indem man ausschließlich auf Unternehmen schaut mit einem wirtschaftlichen Burggraben, konsistenten, astreinem Track Record, konsistenter Kapitalrendite. Und trotzdem kann immer noch einiges passieren. Irgendwas, was wir weder kommen sehen können oder kontrollieren können. Zum Beispiel ein Feuer in der Burgerküche, so dass der Laden wegen Renovierungsarbeiten ein ganzes Jahr geschlossen werden muss. Oder genau neben uns macht ein Smoothie-Stand auf und die Getränkeverkäufe im Burgerladen gehen dadurch stark zurück. All das muss nicht passieren, aber man muss sich die Möglichkeit offen lassen und sie sogar mit einberechnen, denn wir können uns bei allen Annahmen nie 100% sicher sein. Zum Beispiel Cristiano Ronaldo alleine vor dem leeren Tor, der Ball sollte zu 100% reingehen und trotzdem kann es passieren, dass er ihn vorbeischießt. Also, wir können die Zukunft nicht zu 100% vorhersagen, also können wir uns auch nicht zu 100% auf den inneren Wert verlassen. Also brauchen wir den Margin of Safety, den Sicherheitsabschlag. Wir kaufen das Unternehmen also nicht zum inneren Wert, denn selbst wenn man hier nur leicht daneben liegt, dann kann das einen richtigen Effekt auf die Rendite haben. Wir brauchen diesen Sicherheitspuffer, diesen Sicherheitsabschlag. Investor Seth Klarman sagt, ein Margin of Safety ist notwendig, denn Bewertung ist eine unpräzise Kunst. Die Zukunft ist unvorhersehbar und Investoren sind nur Menschen und Menschen machen Fehler. Hunde natürlich auch. Also nehmen wir unseren inneren Wert und hier ziehen wir jetzt noch einiges ab.
einfach so einen Sicherheitspuffer. Du hast ja eben den Wert des Burgerladens berechnet, 306.000 Euro, aber den bezahlst du nicht, sondern bietest dem Besitzer 200 oder 250.000. Auf jeden Fall eine Summe unter dem inneren Wert. Aber wie tief unter dem inneren Wert? Und ich würde sagen, das ist mehr oder weniger dir überlassen. Erfahrene Investoren, die sich ihrer Berechnung recht sicher sind, gehen hier auf 20-30%. Und wenn man sich da noch nicht so sicher ist oder ein Unternehmen aussucht, das von Haus aus etwas riskanter ist, dann sollte man eher nach einem Sicherheitsabschlag von 50% suchen. Versteh mich nicht falsch, ein Unternehmen 50% unter dem fairen Wert zu finden, ist extrem selten. Aber das sollte die Mentalität sein, mit der du als Investor an die Sache rangehst. Wir Value-Investoren sind geduldig, sitzen und machen nichts und warten auf unsere Gelegenheiten. Und wenn der Markt uns einen Preis für das Unternehmen gibt, dessen fairen Wert wir berechnet haben, und dieser Preis liegt weit genug unter dem Wert, dann wird zugeschnappt. Denn wenn du in einem Unternehmen mit einem 50% Margin of Safety investierst, dann kannst du guten Gewissens sehr, sehr falsch liegen und trotzdem am Ende noch immer mit deinen 15% Rendite rausgehen. Eine regelrechte Goldmine. Und so, mit diesem Margin of Safety nimmst du viel Risiko aus deiner Investition. Jetzt habe ich hier noch eine Grafik für dich vorbereitet und mit dem neu gewonnenen Wissen erkennst du, was du hier siehst. Wir haben den Aktienkurs, dann den inneren Wert, den wir über die Cashflows berechnet haben. Und wir haben hier die Phasen der Über- und Unterbewertung. Dann gibt es hier den Punkt, an dem der Preis den inneren Wert berührt. Preis und Wert also gleich sind. Da wird aber noch nicht gekauft. Wir ziehen jetzt hier noch eine Linie, 30% unter dem inneren Wert. Und wenn der Kurs hier hinkommt, dann wird es interessant. Und hier ist die Gelegenheit zum Kauf. Wir haben vorher alles gecheckt. Läuft das Geschäft? Wie ist das Management? Hat das Unternehmen einen Burggraben? Wenig Schulden? Und so weiter. Dann sind wir hier in der Kaufzone. Und genau diese rationale Herangehensweise hat die großen Value-Investoren über Jahrzehnte hinweg so erfolgreich gemacht. Sie lassen sich nicht von der neuesten Hype-Aktie verrückt machen, lassen die Finger davon, wissen genau, was ein Unternehmen an Rendite bringen soll, und wenn die Gelegenheit da ist, dann ergreifen sie sie. Dann kaufen sie hervorragende Unternehmen mit einem Sicherheitsabschlag. Und wenn du jetzt denkst, das macht total Sinn, ich möchte, dass dieser Chihuahua mir noch mehr über richtiges Investieren erzählt und das Video war wirklich ganz lehrreich, dann, ja, nur dann freue ich mich, wenn du dem Video jetzt mal ein Like gibst und mich hier auf YouTube abonnierst. Ich arbeite im Moment schon hinter den Kulissen an meinem mit Abstand längsten Video, bei dem es nochmal richtig was zu lernen gibt. Ich glaube, das könnte bei aller Bescheidenheit ganz geil werden. Jetzt kommt es noch auf die richtige Strategie an und genau dazu habe ich ja, wie vorhin schon angesprochen, letzte Woche ein Video gemacht. Zieh dir das doch jetzt gleich unbedingt noch rein. Es ist genau hier. Das war's von mir, deinem Wall Street Wautzi, aka The Wouts of Wall Street, aka Wouts Woutsman. Peace out!